Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Falls du auf dem Marktplatz Amazon Produkte verkaufst, diese selbst verwaltest und versendest, dann wirst du sicherlich die ein oder andere Rücksendung auch bekommen. Wie du Rücksendeanträge bearbeitest, was du beachten solltest, das erfährst du in diesem Video. Einige Tipps gebe ich dir auch an die Hand, wie du dir Versandkosten sparen kannst. Viel Spaß bei diesem Video, bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, wie angekündigt, schauen wir uns mal an, wie wir Rücksendungen verwalten können und welche Tipps du beachten solltest, um hier Rücksendekosten zu sparen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich für viele weitere Videos, um hilfreiche Tipps euch an die Hand zu geben. Dann wollen wir mal beginnen. Ich bin hier in meinem Amazon Seller Central eingeloggt und ihr seht hier, das ist schon die neue Ansicht. Früher war das ein bisschen anders. Wie gelangt ihr zu den Rücksendeanträgen? Ihr könnt entweder hier über den Reiter Bestellungen, Rücksendeanträge bearbeiten, also verwalten. Wenn wir dann darauf klicken, gelangen wir auf die Rücksendungsverwaltungsoberfläche. So, wenn wir dann auf Rücksendung verwalten geklickt haben, kommen wir hier zu den Rücksendeanträgen. Eine Übersicht aller Rücksendeanträge, die ihr hier seht, solltet ihr auch unbedingt bearbeiten. Und wir haben hier folgende Optionen, die zur Verfügung stehen. Ihr seht es hier, wir haben erstmal ein Produkt, wo wir einfach die Informationen sehen. Wir sehen einen Rücksendegrund. In dem Fall ist der günstigeren Preis entdeckt und der Kunde möchte es deshalb auch zurückschicken. Dann haben wir hier noch einen Kommentar des Käufers. Das kann sein, dass er hier noch einen Kommentar dazu schreibt, ist aber nicht die Regel. Ab und zu kommt es dennoch vor. Dann habt ihr hier oben die Bestellnummer und ihr habt hier weitere Optionen. Ja? Und zwar, ihr könnt eine Anfrage autorisieren, ihr könnt die Anfrage schließen, Erstattung übermitteln oder Kontakt mit dem Käufer aufnehmen. Anfrage autorisieren ist in dem Falle, werdet ihr dem Kunden ein Rücksendeetikett zur Verfügung stellen müssen. Oder ihr könnt das Ganze durch Amazon abwickeln lassen. Das schauen wir uns gleich mal speziell an. Diese Anfrage könnt ihr aber auch schließen, wenn ihr diesen Fall vorher mit dem Kunden geklärt habt und der Kunde zufrieden ist, vielleicht gab es da ein Missverständnis oder so, dann kann es sich durchaus dieser Rücksendeantrag auch schon geklärt haben, dann könnt ihr die Anfrage auch schließen. Eine Rückerstattung übermitteln könnt ihr natürlich in dem Falle, wenn es ein sehr, sehr günstiges Produkt ist, wo sich eine Rücksendung einfach nicht mehr lohnen würde, dann könnt ihr die Rückerstattung direkt an den Käufer übermitteln. Und der letzte Punkt, Kontakt mit Käufer aufnehmen. Das würde ich euch raten, das vorher zu tun, denn bei Amazon ist es so, sobald ein Produkt über 40 Euro Warenwert hat, müsst ihr als Verkäufer dem Kunden ein kostenloses, vorfrankiertes Rücksendeetikett zur Verfügung stellen. Ihr könnt das Ganze natürlich umgehen, wenn ihr den Kunden bittet, dieses Produkt an die folgende Adresse, an eure Rücksendeadresse zurückzuschicken. Wie dieser Text dafür aussehen kann, werde ich gleich euch zeigen. Und so kann zum Beispiel ein Rücksendetext lauten. Hallo Frau Herr, dann schreibt ihr den direkt an, ist immer besser als nur Hallo zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Nachricht, wir bedauern sehr, dass Sie diesen Kauf widerrufen möchten. Bitte bedenken Sie, dass wir Produkte nur im originalen Zustand und ohne Gebrauchsspuren zurücknehmen können. Wenn ihr Produkte verkauft, die zum Beispiel eine Folie haben, ja, wo, wenn die Folie schon geöffnet ist, werdet ihr diesen Produkt nicht mehr neu verkaufen können. Dann solltet ihr auch da darauf hinweisen, dass Produkte nur original verpackt zurückgenommen werden können. So sind die meisten Kunden, dass die schon sagen, okay, ich habe es jetzt schon geöffnet, ich möchte es nicht mehr zurückschicken. Ja? Somit könnt ihr sogar eine Rücksendung euch ersparen. Dann behält der Kunde in den meisten Fällen das Produkt auch. Natürlich muss der Zustand auch original und ohne Gebrauchsspuren sein. Darauf achtet ihr auch im Nachhinein. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Bitte senden Sie den Artikel an die folgende Adresse zurück. Ich habe hier mal eine Musteradresse hinzugefügt. Da fügt ihr natürlich eure Adresse hinzu, so dass der Kunde diese Rücksendung auch an euch weiterleiten kann. Hinweise zur Rücksendung. Bitte beachten Sie beim Versand auf
Oder bitte achten Sie beim Versand auf eine ausreichende Polsterung der Ware, um Transportschäden zu vermeiden. Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer Rechnung der Sendung bei. Das sind nur Beispiele, ihr könnt auch noch weitere Sachen mit aufnehmen, die euch wichtig sind für eine Rücksendung. In der Regel reicht das eigentlich. Sobald wir Ihre Rücksendung erhalten und überprüft haben, erstatten wir Ihnen die volle Kaufsumme auf die von Ihnen gewählte Zahlungsmethode. Also der Kunde kriegt es natürlich immer auf seine Zahlungsmethode, ob er jetzt mit Kreditkarte, Überweisung oder wie auch immer bezahlt hat. Wichtig ist hier Rücksendung nach Erhalt und Überprüfung. Ja? Ihr überprüft die Rücksendung. Dementsprechend, falls ihr Mängel feststellt, werdet ihr den Kunden nochmal kontaktieren. Ja? Das ist so ein weiterer Prozess. In der Regel schickt der Kunde dann alles ja, komplett ohne Mängel zurück und ihr erstattet das Ganze einfach. Das schauen wir uns gleich mal an, wie das geht. Und so kann zum Beispiel ein Rücksendetext aussehen, den ihr erstmal an den Kunden schickt. So, wenn der Käufer jetzt auf euren Textnachricht reagiert hat und gesagt hat, schicken Sie mir bitte ein vorfrankiertes Rücksendeetikett, dann solltet ihr hier die Anfrage autorisieren und dementsprechend ein Rücksendeetikett zur Verfügung stellen. Wie das geht, schauen wir uns jetzt an. So, nun habt ihr die Anfrage autorisiert und dementsprechend müsst ihr hier eine Rücksendung genehmigen. Eine Rücksendung-Genehmigungsnummer könnt ihr zum Beispiel durch Amazon ausstellen lassen, es sei denn, ihr habt einen eigenen Nummernkreis, so dass ihr eure Rücksendungen verwaltet, dann könnt ihr hier eine eigene Genehmigungsnummer hinzufügen. Diese ist von euch komplett abhängig und komplett individuell, wie ihr das möchtet. So, ich mache das in der Regel, dass ich das von Amazon erstellen lasse. Als nächstes habt ihr hier die Möglichkeit, ein Rücksendeetikett zur Verfügung stellen. Ihr könnt Amazon ein vorfrankiertes Rücksendeetikett erstellen lassen. Ja. Dieses würde dann Amazon euch in Rechnung stellen. Ihr könnt natürlich eigene Rücksendeetiketts hier hinzufügen, indem ihr hier auf Durchsuchen klickt, ladet hier das Rücksendeetikett hoch, wählt hier euren Versanddienstleister aus, vielleicht DHL, müsst hier auch die Rücksendenummer hinzufügen. Und dann könnt ihr hier die Rücksendekosten eintragen. Diese sollten natürlich auf Null gesetzt werden, denn der Käufer wird keine Rücksendekosten tragen müssen. So, und als nächstes habt ihr hier nochmal eine Anweisung zur Rücksendung. Die schauen wir uns auch einmal an. Im Grunde genommen ist es der gleiche Text, den ich auch vorher gezeigt habe. Nur in dem Falle erwähnt ihr jetzt das Rücksendeetikett, was ihr in den Anhang mit hinzufügt, so dass der Kunde hier dem Kunden hier ein Rücksendeetikett zur Verfügung gestellt wird. Wieder ein paar Hinweistexte, dass es vollständig mit allem Zubehör auch zurückgeschickt werden soll, das Produkt und so weiter. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, drückt ihr auf Anfrage autorisieren und dementsprechend bekommt der Kunde hier das Rücksendeetikett, alle weiteren Informationen, die ihr hier auch angegeben habt und kann das Produkt zurückschicken. Bevor ich es vergesse, hier seht ihr natürlich auch eine Adresse, die ich hier jetzt ausblende, weil es meine eigene ist. Hier müsst ihr natürlich die konkrete Rücksendeadresse eintragen, dass der Käufer auch sieht, dass das Produkt auch an die richtige Rücksendeadresse geschickt wird. Soweit so gut. In diesen Fällen habt ihr dann eine Rücksendeanfrage autorisiert und der Kunde kriegt, wie gesagt, alle weiteren Informationen und schickt euch die Rücksendung. Sobald ihr die Rücksendung bekommen habt, drückt ihr auf Erstattung übermitteln und habt dementsprechend einen Rücksendeantrag bearbeitet und abgeschlossen. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich und ihr konntet etwas mitnehmen. Falls ihr Fragen habt zur Rücksendung, aber auch alles weitere, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich würde mich freuen und so können wir uns gegenseitig unterstützen. Abonniert gerne diesen Kanal. Bis zum nächsten Video. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Alles Gute. Ciao.